La 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 la. Hey, wir sitzen wieder. Bubarella und Janine. Heute müssen wir besonders leise sein, weil Janine ist ein bisschen müde. Lass mich in Ruhe. Wir packen heute den Rentner-Adventskalender aus. Die letzten waren absolut scheiße. Heute sind wir alt. Das ist scheiße! Kommst du das dann darauf? Oh mein Gott, das war richtig satisfying. Oh, mit Schutzaufleger. Was bedeutet das? Damit die keinen Herzinfarkt kriegen, oder was? Mit Schutzaufleger, damit man Oma schön aufs Bett legen kann. Warum ist das Deckblatt genau das gleiche? Ja, nee, vielleicht haben wir darüber nachgedacht. Warum ist das Deckblatt drüber? Das ist ja, stell dir vor, du kaufst ein Buch und da ist nochmal ein Buch in dem Buch. Ah! Froh, dass du heute wieder da bist. Janine hat bis gerade geschlafen und dann habe ich gesagt, möchtest du nicht mit mir ein Video aufnehmen? Und ihre Antwort war, nein. Du hast ja gesagt, aber ich glaube, du hast nein gemeint. Womit möchtest du das erste Türchen aufmachen? Ich nehme einen Schraubenzieher. Natürlich. Oh, das ging sehr leicht. Was ist in einem Rentner-Adventskalender überhaupt drin? Eine Sterbeurkunde? Kennt ihr das, wenn eure Freunde sterben? Ist schon so alt. Oh. Ist da eine Kerze? Ja. Riecht ihr nach irgendwas? Ja, nach Vanille. Ich kann das von hier riechen. Nee, es riecht keine Vanille. Sanddornvanille. Es riecht nach Sanddornvanille. Eine wunderschöne Kerze. Sanddorn Vanille, habe ich ja gesagt. Alter, das ist ein bisschen Wachs in mein Hirn gewandert. Naja, wo ist meine wunderschöne Kerze hin? Entschuldigung. Fick deine Kerze. Ja, ich nehme die Bonsai-Schere. Ist das Marmelade? Ich hab Himbeermarmelade aufgestochen. Ui, die ist nicht mehr gut jetzt. Biomorgen. Fruchtaufstrich Himbeere ohne Kerne. Ohne Kerne ist wichtig für Oma, weil stell dir vor, die Kerne gehen so ins Gebiss rein. Das wäre richtig eklig. Ich glaube, ich schütte schon in einem Sesamkorn in der Luftröhre. Also ich will lang leben, aber ich will nicht alt werden. Macht das Sinn? Mindestens haltbar bis siehe Boden. 30.04.2022. Da sind nur Dinge drin, die bald ablaufen. Oma isst nicht direkt so ein Sandwich. Nee, das für die nächsten 16 Jahre in ihrem Kabinett. Kabinett, Alter. So, womit möchtest du das, die Nummer 3 aufmachen? Mit einem Kissen, ich will Schluf. Na, wie wär's denn mit einem Spachtel? Alter, du machst das wie ein Profi auf. Oh mein Gott, was haben wir denn Cooles für Omi jetzt drin? Kennt ihr das, wenn ihr Matcha kauft und ihr nennt es einfach grüner Kaffee? Bio-Rohkaffee, Organic Raw Coffee. 100% organisch ist drin. Ich habe so eine Frage. Oh ja, der ist riesig lieblos gemacht. Aber Oma kann eh nicht ohne Brille lesen. Also es ist nicht so, als würde das auf die Allgemeinheit zutreffen, aber ich kenne jetzt nicht so viele alte Menschen, die sich darüber freuen, dass etwas Bio ist und raw und unbehandelt. Doch, die Generation vor uns, die haben sich gut um unser Klima und um unsere... Oh. Nummer 4. Ich nehme den Bonsai, Alter, let's go. Du beschwerst dich, dass der nicht wächst. Was soll denn das? Junge, der ist richtig, der war tot, Alter. Guck mal, wie lebendig der jetzt ist hier. Was für eine Baumkrone da oben drauf wächst. Ich glaube, da ist Heinz-Ketchup drin und das fände ich sehr komisch. Nudossi, wenn es für Nutoka oder Nutella nicht gereicht hat. Nutoka? Nudossi. Kennst du Nutoka nicht? Nein. Alter, ich kenn Nuspli. Warum bist du so ungebildet, Frau? Ich kenne Nuspli. Meine Mutter hat das immer gegessen. Ja, Nuspli, Nutoka ist auf einmal. Nutoka? Habe ich mir das ausgedacht? Jetzt klingt, ich öfter mal sage, desto weniger klingt Nutoka real. Das ist so ein Mandela-Effekt. Nummer 5. Perfekt. Ui. Oh mein Gott, ich raste aus. Aber ich glaub's nicht. Aber den will ich essen. Was ist denn das? Blütentracht Honig. Warum? Der ist aber nicht Bio. Warum ist da nur Süßkram drin? Meine Oma hat Diabetes. Das ist aber nicht Bio. Diabetiker Schokolade. Ihr müsst übrigens was Nettes zu Janine schreiben. Du bist so ein Secret Character, den man anlocken muss. Ihr müsst nicht liken, ihr könnt liken, das hilft auch, aber ihr müsst was Nettes schreiben. Und dann 10.000 Kommentare, die nett sind. You are Janine Spawn. So ist das. Das ist wie mit Wither. Hier ist eine Mücke. Oh, das war so laut, Alter. Warum bist du so brutal? Was ist denn das? Der nette Schlag. Voll der nette Schlag? Was soll das denn sein? Der war nett. Ich hab dich umgebracht, aber es war nett. Wenn das wieder Süßkram ist, raste ich aus. Oma will nicht so viel Süßkram. Salbei und Honig. Das ist... Tee. Mit Vitamin C. Was? Solito, Salbei und Honig, das kriegt man doch bei einer Apotheke geschenkt. Das kriege ich literally dazu, wenn ich mir Paracetamol für 1 Euro kaufe. Die zocken doch die Rentner ab. Die haben das in einem Hotel geklaut, überleg mal. Das ist doch alles, das kriegst du bei einem Buffet. Du bezahlst quasi fürs Frühstück 7,50 Euro und dann kannst du es mitnehmen. Ich will den Honig essen. Instant-Zubereitung, Salbeiextrakt und Honig, angereichert mit Vitamin C. Wie findest du die tolle Linie an Heißkleber? Weil das da nicht reingepasst haben. Die hat das zusammengeklebt. Ja, aber müssen jetzt zusammenkleben. Mach einfach richtig große Küchen. In 3 Wochen finde ich hier einen Salbei-Tee zu Hause. Machst du die 7 auf? Das ist, oh mein Gott. Magst du ein bisschen Apfelkraut? Du hast da reingestochen. Woher soll ich denn wissen, dass hier Edibles drin sind? Ich weiß auch nicht, Alter, nach der Marmelade hätte ich das auch nicht erwartet. Das sieht aus wie Pupi. Das sieht aus wie Curry-Ketchup. Das riecht sehr süß. Das riecht wie Melasse. Ich möchte nicht mehr. 8.
Hiermit dauert das länger, eine Schraube reinzudrehen, als einfach nur die Schraube anzugucken und zu fragen. Oh, guck dir dann an. Oh, Janine, das glaubst du nicht. Das ist Kaffee. Rentner machen bestimmt andere Dinge, als nur irgendeinen Süßkram auf trockenes Brot zu schmieren und Dinge zu trinken. Ist der wenigstens entkoffeiniert? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat Bums. Da freut sich doch meine Oma nicht, Alter. Die macht immer entkoffeiniert. Wer kauft sich Kaffee ohne Knall? Das ist doch scheiße. Warum? Kaffee schmeckt nicht gut. Du trinkst ihn, um wach zu werden. Das ist der einzige Grund, warum es Kaffee überhaupt gibt. Also Kaffee schmeckt halt nach Arsch, was soll ich sagen? Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Ja! Ist das etwa mehr Kaffee? Nee, das ist Kaffee. Das ist Kaffee. Getreidekaffee. Ii. Kaffeeersatzextrakt. Also es riecht einfach nach einem Brötchen. Ich mache jetzt mit der Marmelade das nächste Türchen auf. Oh nein, Janine! Der holt mich raus aus dieser Hölle. Zuckerrübensirup. Der riecht auch wie Arsch, warte. Wie kann das genau riechen wie der Apfel? Riecht wie Melasse mit... Hä, die riechen genau gleich. Keine Ahnung. Habe ich Covid, Alter? Ich geh mal in Hand. Apfelkompost. Die 11. Kann ich gehen? Nee, du kannst mit dem Rollator wegfahren. Denn wir sind heute Rentner. Wir testen das für dich, ob das ein gutes Geschenk ist für Opi. Guck mal, ist das etwa Kaffee? Meine Oma will kein Chocolate Drink. Meine Oma möchte nicht das. Meine Oma möchte ich lieber... Das. Ja, das kann sie ja haben, aber als ob sich da jetzt eine 80-Jährige denkt, meine Oma ist übrigens 92, als ob die sich da hinsetzt und dann so, oh ja, jetzt ein Chocolate Drink. If you said, pop a Chocky Milk. Und was soll da sonst drin sein? Eine Leselupe oder so? Ich nehme einen Löffel. Nummer 12. Oh mein Gott, ist es wieder Tee? Good morning, Organic Herbal Tea. Nee, aber können wir das einfach nebenbei zusammenrechnen, wie viel das kostet und wie krass die Rentner bezogen werden? 5 Euro. Canella Kräuterleber. Aufstrich mit Milch. Bitte mach das nicht Eiweiß. Auf. Ich mach's auf. Bitte nicht. Riech mal einmal dran. Doch, das riecht gut. Riech mal bitte. 14? 14 ist hier. Willst du irgendwas Lustiges noch haben? Willst du mal eine Sandale? Ich hab mal deine Nase aufgemacht. Heißer Holunder. Heißer Holunder. Nicht essen, nein. Oh, hallo, ein bisschen Heidelbeermarmelade. Wow. Heidelbeermarmelade. Das steht für Rentner drauf. Das ist wie ein Krematorium für Adventskalender. Ich würde es gerne anzünden. Vielleicht bin ich einfach alt in der Seele. Oh mein Gott, das ist ein Ochsenauge. Heißt die so? Heißt die nicht Ochsenauge? Keks? Ein Keks. Zeig dir mal. Die ist nichts. Du sollst ihn zeigen. Nicht lecker. Hab gelungen, der Scheiße. Er war in meinem Mund. Die drei Dinge sind unendlich. Einstein. Weißt du? Die Dummheit der Menschen. Die schwach! Die anderen haben mich aber nur traurig gemacht. Ich kann dir nicht mal was zu sagen. So, oh geil, Marmelade, danke. Bist also schon sogar Weihnachten, ne? Ich hasse Weihnachten. Jesus wird geboren. Komm, wir schenken Oma. Oh nein. Vegeta. Vegetella. Paprika-Trio. Pflanzlicher Aufstrich. Was soll meine Oma mit einem pflanzlichen Aufstrich auf Sojabasis? Der Körper von meiner Oma hat vorher noch nie Kontakt mit Soja gehabt. Ja, die braucht Fleisch. So leer, es tut mir leid. Das ist so unspektakulär. Was ist das für ein Kalender? Bratapfeltee. Es ist der Glühwein für alte Leute. Oh Mann, hier ist Double-Feature drin. Es ist, man kann es halbwegs erahnen. Man sieht es nicht mehr ganz, aber es ist ein Lind-Schriftzug drauf. Ganz. Entfernt, kann man ihn sehen. Lund. Geil, hier bist du eins? Nee. Ich bin der Avatar. Fühlst du dich eigentlich jedes Mal so, wenn du einen Kalender aufmachst? Weil das wird ja immer schlimmer. Das ist ja scheiße. Was ist das? Das sind Räucherkerzen. Oder ein Hamster hat in den Adventskalender geschissen. Aber die sehen richtig scheiße aus. Nicht mal. Nummer 21. Rat mal, welcher Fruchtaufstrich es ist. Das fühlt eigentlich schon noch... Aprikose, Marille oder so, oder Johannisbeere. Ist Marille. Mag Marille, danke. Marille. Da kommt der Hass genau nicht. So. Wow, es ist sehr viel Plastikverschwendung. Oh, ich glaub's nicht. Es ist Kaffee. Organic Instant Coffee, weil meine Oma hat eine Sache nicht. Und das ist Geduld und Zeit. Weil die hat nämlich am Tag, die ist in Rente übrigens. Sie hat viel Zeit. Ich glaube, es ist eine Marmelade am Ende. Ich glaube, es ist einfach so ein Proteinriegel oder so. Das hier ist das Erste, was ich als Geschenk durchgehen lasse. Die Räucherkerzen. Die sind zwar kacke und Oma verbrennt wahrscheinlich, weil sie die auf dem Nachttisch vergisst. Aber
Ist ein Geschenk. Vielleicht noch eine Kerze für einen verstorbenen Freund. Hör doch auf. Alt werden ist traurig. 24. Da ist ein kalter Hund. Da ist ein kalter Hund drin. Janine, erklär, warum ist das in der 24? Warum Jesus wird geboren? Kalter Hund. Erklär mit dem Gedankengang. Nur ganz kurz mal dahinter. Alte Menschen essen kalten Hund? Ja. Du Fröhliche. Wie machst du das denn? Ja, ich mach das ja nicht mehr. Es gibt einen Grund, warum ich es nicht mehr mache. Das hier ist pure Enttäuschung. Wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, kommen die einfach hin und sagen, oh, hier, Organic Herbal Tea, Alter. Geht weg mit der Scheiße. Was soll meine Oma damit? Mein Opa, was soll der damit? Kauft niemals sowas. Da ist einfach abgelaufene Hotel-Frühstücksmarmelade dabei. Alte Menschen sind dabei dann auch so, doch geht noch. Aus so einem Tester, Alter. Das ist so, stell dir vor, du kriegst irgendwie so einen Parfüm-Adventskalender und da sind überall nur diese Teststreifen drin. Das ist das hier. 20 Gramm reicht nicht mal für einen Toast. Fickt euch. Da kommt Sammy Sandwich, Scheibe um die Ecke und dann, das passt nicht da drauf. Ja, die Ausbeute war wieder absolut fantastisch. Schreibt doch mal in die Kommentare. Hat es euch gefallen? Und schreibt was Nettes zu Janine. In dem Sinne, schönen ersten Advent, ihr Ficker.